gibt noch ganz viele wichtige Fragen zu lösen. Aber die muss man in zwei Phasen einteilen. Wir haben jetzt ein Momentum. Ich habe Ihnen gezeigt, es wird umgesetzt. Und dieses Momentum dürfen wir jetzt keinesfalls brechen. Das wäre fatal. Das wäre fatal für viele Akteure, gerade in der Wirtschaft. Gleichzeitig muss man klar erkennen, dass wenn man solche Preisprognosen hat im europäischen Markt, dass es im jetzigen Marktdesign nicht wirklich weitergehen kann. Ja, das und andere Einflüsse, die im Moment im Markt beherrschend sind, Stichwort Gaspreis, Stichwort nicht gerade so brillante Konjunktur in Europa und eben die Förderung der neuen erneuerbaren Energien, führt jetzt dazu, dass eben gewisse Technologien, wenn Sie so wollen, Gewinner am Markt sind und andere sind Verlierer. Sie sehen das hier in dieser Grafik. Wir haben also den Wind, der eben die Photovoltaik stößt, die das Gas stößt, die Kohle stößt und vorne sind unsere Spitzenkraftwerke und die fallen im Moment über die Klippe. Wo wir als BKW nach wie vor und auch in Zukunft stark investieren werden, ist im Bereich der regulierten Produktion. Also wir helfen da irgendwo auch mit, dann die Sachen runterzustoßen, weil wir uns einfach auf den Standpunkt stellen. Es ist politisch gewünscht, wir haben es gehört, es ist gesellschaftlich höchstwahrscheinlich unterstützt. Es ist ein brauchbares Geschäftsmodell für eine Firma wie BKW, in die neuen erneuerbaren Energien zu investieren. Wir müssen wirklich den Markt europäisch ansehen, weil die installierten Kapazitäten, die den Preis kaputt machen, die sind da. Und die sind die nächsten 20 Jahre sind diese Kapazitäten da. Und Frau Thoma hat das sehr gut gesagt, das ist ein Fakt. Es ist aber vielleicht, und ich möchte das einfach auch als Gebirgskantonsvertreter nochmals wiederholen, es muss ein Nebeneinander, ein Miteinander geben. Der Herr Ständerat hat darauf hingewiesen und die Frage ist für mich eigentlich eher die, wann dieses Miteinander möglich sein wird. Irgendwann wird es kommen, davon bin ich überzeugt. Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, wie überbrücken wir diese miserable Zwischenphase? Herr Stettler hat auch darauf hingewiesen. Mit der Wasserkraft haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, mit den Speicherseen eben dann das Wasser zurückzuhalten, wenn es nicht benötigt wird. Mit den Pumpspeicherkraftwerken haben wir die Möglichkeit, eben auch antizyklisch zu fahren. Wir können mit den heutigen Maschinen, auch mit ganz alten Maschinen, Systemdienstleistungen anbieten, um eben sehr rasch auch reagieren zu können, wenn die Frequenz schwankt. Da hat heute die Wasserkraft schon einige Trümpfe. Wir sind ja in der einmaligen Situation, erstmals, denke ich, in der Geschichte, dass wir mit 100%ig sauberem Strom pumpen können. Früher war ja das Problem immer, dass wir auch mit Atomstrom pumpen mussten. Heute können wir mit Solarstrom pumpen und diese Situation gab es noch nie.